Jetzt hört der Beat auf. Ich wollte gerade rappen. Herzlich willkommen, meine Lieben. Jetzt geht er weiter. Oh. Herzlich willkommen, meine lieben YouTube-Zuschauer. Yeah. Ich und mein Chat, wir sind schon hier. Oh. Yeah. Yeah. Silent Hill hat ein kostenloses Game rausgehauen. Und unser Auftrag ist es jetzt, mit euch da reinzuschauen. Kleine Trigger-Warning an jeden, der hier zuschaut. Kommt gleich auch nochmal im Spiel. In diesem Spiel geht es viel um Depressionen und Selbstverletzung. Ich meine, ich rap das gerade, aber ich meine es ernst, ne? Das ist etwas, was nicht viele richtig sehen wollen und so. Deshalb, nur für euch, falls ihr darauf keinen Bock habt, könnt ihr immer noch gehen. Hier, ich bin trotzdem sehr gespannt. Ich höre jetzt auf damit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video. Wir spielen heute Silent Hill The Short Message. Ihr seht da oben schon meine Freunde. Die chillen da alle hardcore ihr Leben. Die gucken mir zu. Wir sind live auf Twitch, wenn ihr da mal Bock habt, auch live dabei zu sein. Dann geht er auf YouTube. Dann geht er auf Twitch, obviously. Sucht da Sterzig, folgt da einfach rein. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben schon eine richtig geile Community am Start. Oder Chat, haut mal raus. Also wirklich. Sind wir eine geile Community oder was? Danke für dein Prime-Sub. Ja, wir sind eine geile Community. Wir haben immer super viel Spaß zusammen. Wir spielen immer ganz viel Horror. Wir spielen aber auch alles Mögliche, was gerade so für neue Releases rauskommen. Und ich habe sehr Bock drauf. Kuss, danke für den Sub. Deshalb, Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist ein Spiel, das ist kostenlos auf der PlayStation erschienen. Hat einen dicken Titel, Silent Hill, und geht ungefähr so 1 bis 2 Stunden, wahrscheinlich eher Richtung 2 Stunden. Ich habe nichts davon mitbekommen. Ich habe das heute nur von meiner Managerin Melina geschickt bekommen auf Instagram. Oh, danke für die 5 Gifted Subs. Und deshalb zocken wir es. Ja? Und danke auch nochmal Shoutout an den lieben Zombie. Der hat mir nämlich das Spiel auch nochmal empfohlen. Deshalb, vielen lieben Dank für eure ganzen Hinweise. Wir drücken auf neues Spiel und gehen rein. Hier, ich mach mal, hättet ihr was dagegen, wenn ich diese ganzen Alerts ein bisschen kleiner mache noch? Ich habe das Gefühl, die könnten dann manchmal stören. Ich mach die mal trotzdem hier irgendwo hin. Tanja, vielen lieben Dank für dein Prime, ne? Schwarzosaurus, vielen lieben Dank für dein Tier-1-Sub. Und Firemelton, vielen lieben Dank für die 5. Lest euch das gerne noch einmal durch, ne? Für alle, die zuschauen, auch hier im Stream. Mein Gott, sie hat das Emote reingemacht. Nee, das ist blöd. Und ja, wir haben es auch im Livestream-Chat ganz oben markiert. Wir gehen rein. Ich drücke auf Weiter. Let's go. Seeking a connection with others. Okay, wir haben deutsche Untertitel. Leider keine deutsche Synchro, Chat. Leider keine deutsche Synchro. It's running away. Wir werden eure Wohnung niederbrennen, wenn du nicht abonniert. Lass ein Abo da, in der Hinsicht. Oh mein Gott. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I wanna be strong on my own. Without a group. Verstehe ich. If there were only someone who would understand that to adult me. Okay, fühle ich. Alerts aus. Chat, Alerts aus oder an? 1 oder 2 in den Chat. Wollen wir den YouTube-Zuschauern die Alerts ersparen? Ich spiel blind, ja. Aus, ne? Dann machen wir sie aus, Leute. Trotzdem, Leute, vielen Dank für die Subs. Ich sehe eure Subs, ich bedanke mich. Danke, vielen lieben Dank. Junge, wo bin ich denn hier gelandet jetzt? Ist das jetzt ein Albtraum? Sag gerne Bescheid wegen der Lautstärke, Leute. Okay. Maya. Ich will dir was zeigen. Kannst du zur Villa kommen? Oh, yeah. Maya told me to come here.
Ja, sorry Leute, ich bin noch ein bisschen am Anpassen. So groß muss der Chat dann auch nicht sein, ne? Tick lauter. Okay. Lauter bitte. Okay. Okay. Boah, wir drehen uns leider ein bisschen zu langsam um. Normal, umkehren. Controller Lautstärke. Okay, geht anscheinend nicht, oder? Warte mal, Steuerung. Sekunde, Leute, ich fix das kurz. Ja, gut. Kamera Lautstärke. Okay, never mind. Ich kann mich nur so langsam drehen. Leute. Wie gesagt, es ist ein PlayStation-Exklusivtitel, der gerade kostenlos erschienen ist. Sieht ziemlich high quality aus. Musik bitte leiser. Perfekt, mache ich. Das ist jetzt sehr laut. Ist es jetzt sehr laut? Dann mache ich so 2 Dezibel leiser. Mein Gott, ihr seid echt unangenehm, alle von euch. War nur Spaß, ihr seid nicht unangenehm. Was haben wir denn hier? Hallöchen! Oh? Oh? Wo ist meine Villa? Die bekommst du per Post, so wie alles andere, habe ich doch gesagt. Ach, guck mal, Leute. This model. Is it this building? Da war jemand? Ich habe niemanden gesehen. Meint ihr vielleicht das Gemalte hier hinten, Chat? Das ist ja ein Gemälde. Das kann man ja nicht als Gegenstand hier, ne? Naja. So. What's this? Durch die Covid-19-Pandemie sind Investoren aus dem Land zurückgegangen worden. Bis letzten versuchten sie, sind die Pläne der staatlichen Politik gescheitert, die durch die weltweite Finanzkrise 2018 ausgelöst wurde. Und Investitionen durch japanische Unternehmen und Kreditinstitutionen unmöglich gemacht hat. Everyone's losing their futures. Alle verlieren ihre Zukunft. RIP. A slave to the system. Musik bisschen lauter mache ich. Ach, Chat, da war bestimmt keiner. Da war niemand, oder? Hinter dem Fass? Ich habe nichts gesehen, hier ist nichts. Ihr seid doch scheiße. Hier ist absolut gar nichts, von vorne bis hinten. Ihr wollt mich nur verarschen. Ich kenne euch. Ich weiß ganz genau, wer ihr seid. Typisch YouTube-Zuschauer, ne? Typisch Twitch-Zuschauer. Deshalb mag ich meine YouTube-Zuschauer viel lieber. Die würden mich nicht so verarschen. Da war niemand. Wie komme ich denn jetzt hier durch? Kann ich nicht irgendeine App öffnen? Von wegen Navi oder so ein Shit? Bin beides. Das zählt nicht. Dirk, du bist eine absolute Legende. Schreibt mal alle Kuss in den Chat, alles klein. Ah, oh, ihr fucking Legenden. Dirk ist eine Legende. Alle mal Kuss Dirk in den Chat. Wo kommen wir denn jetzt hier durch? Sollen wir jetzt hier irgendwas mit dem Dude machen? Oder sollen wir... Ich kann auch nichts sonst machen, ne? Also ich kann... Ich kann höchstens halt hier durch. Mit Rechtsklick kann ich. Mit dem rechten Stick kann ich ranzoomen, ne? Hier ist halt eine Tür. Aber wenn ich hier halt durchgehe, komme ich nicht durch. Ich drehe mich halt auch so langsam wie einen fucking. Wie eine Schildkröte. Aber das habe ich ja jetzt auch schon gelesen, oder nicht? Oh, 2 gescheiterte Erneuerungsversuche, 2 Fehlschläge durch bedauerliche externe Faktoren. Kettenstadt will sich wieder aufrappeln, doch die Arbeitslosigkeit steigt. Der Stadtrat zieht in Erwägung, die Wirtschaft zu fördern, indem er gut ausgebildete Fachleute in die Stadt lockt. Und bisher wurden keine effektiven Maßnahmen umgesetzt. Perfekt. Okay, ich gehe mal wieder zurück, Chat. So, und wo sagt ihr jetzt, soll jemand hinter einem Fass? Wollt ihr mich verarschen? Ihr seid doch alle scheiße. Ihr seid doch alle... Mit euch kann man nicht Spiele spielen, wirklich. Man kann mit euch keine Spiele spielen. Immer wollt ihr mich verarschen. Welches Fass überhaupt? Ihr seid so doof. Was ist das denn hier? Der Plan zur Erneuerung von Kettenstadt. Eine Übersicht. Kettenstadt war lange eine aufblühende Grenzstadt. Seit einigen Jahren zieht es junge Erwachsene jedoch scharenweise in die Ferne. Sehr zur Beunruhigung der Stadt. Im Rahmen dieses groß angelegten Projekts sollen Kettenstadt mit der Unterstützung von chinesischen Investoren zu alten Glanz verholfen werden. Wow.
Die Tür ist aufgegangen. Ich hoffe, du bekommst einen fetten Jumpscare. Jackie, Kuss, vielen lieben Dank, ne, für dein Feedback. Anna, Kuss für deinen Sub, ne? Dankeschön. Anna, danke. Where are you, Maya? Leute, das muss ich jetzt etablieren. Jeder Sub, der reinkommt, ihr schreibt einfach nur Kuss in den Chat. Das muss ich jetzt etablieren. Ich werde es euch jetzt jedes Mal wieder vor... Oh, guck mal, Leute. Mein Kind. Kann ich das mitnehmen? Hallo, Kleines. Oh, du hast ja das... Du hast ja richtig den Hals gebrochen. Hä? Huh? Etagenplan. Ach, das ist Deutsch. Okay. Wo sind wir denn? 206, 7, 8 ist hier. Suki. Suki, vielen lieben Dank, ne? Kommen wir hier durch? Da hat jemand Pflanzen eingefroren. Leute, gerne auch immer mit dem Namen hinter. Gerne immer mit dem Namen. Oh, Illuminati. Danke für die drei. Drei giftet, ne? Danke. Mitteilung zur anberaumten Versammlung. Alle Bewohner der Villa. Wir haben nach den jüngsten Nachrichten viele Anfragen zur Verwaltung des Gebäudes erhalten. Daher möchten wir eine Versammlung abhalten, um unsere Richtlinien formal zu klären. Wir hoffen, dass sie anwesend sein können. Es ist halt so insane, dass das Spiel gratis ist. Ist einfach kostenlos. Für PlayStation. Das ist übel wild. Das ist ja auch mega gut gemacht. Ach, guck mal, Leute. Da seid ihr, Chat. Hä? Guck mal. Das ist doch schön. Chat bisschen größer. Denkt ihr wirklich? Nur ein bisschen jetzt, ne? Danke für den Prime. Dankeschön. Was ist das für eine Scheiße? Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ist das irgendwie so ein... Das sind ja einfach nur Regale, ne? Und Puppen. Ist das irgendwie so ein Kinderheim oder so? Eine Schule? Was denkt ihr? Ich glaube, es ist so eine Art Kinderheim, oder? CB. CB? Cherry Blossom. That's Maya's signature. She's amazing. Oh? The city's a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. Damn. I want to show the hidden side. Es wird wieder Horror gespielt, ja. Their impulses, their urges. Boo! Haha, wer hat sich erschrocken? Hä? What are you hiding inside? Gedärme? Sind das echte Aufnahmen? Don't worry about what people think. Alter. Das sind echte Aufnahmen. Sind das echte Aufnahmen? Oh mein Gott. Waren das echte Aufnahmen oder war das... How could I ever be proud of myself? Das war schon echte Aufnahmen. Safe. Alter! Maudara hat 20 Streams in Folge geguckt. Holy shit. Und Sophie, vielen lieben Dank für dein Tier 1. Ey, Maudara, Shoutout an dich. Kuss, Sophie, ne? Für dein Tier 1. Was haben wir hier? Eine Graffiti-Künstlerin braucht nicht mehr als eine Sprühdose und eine leere Wand. Die Mauern eines gewissen Wohngebäudes von Kettenstadt halten für diverse Künstler als Leinwand her und überraschen täglich mit einem neuen Kunstwerk. Unter diesen Künstlern ist auch Social Media Star CB. Ja, das ist die, die wir gerade getroffen haben, ne? Cherry Blossom. Everyone can see how talented she is. I couldn't be more different. Oh, ich habe das Gefühl, wir sind tatsächlich nicht so beliebt. Ich glaube, wer weint denn hier? Chat, ich höre ein Kind. Ich höre ein Kind. Ha! Du blöde Sau, du.
Einmal alle eure Kreuze bitte hochhalten, Chat. Alle Kreuze hochhalten. Okay, dann gehen wir jetzt ganz normal. Nathalie, Dankeschön. Who's there? Habt ihr gerade meinen Controller gehört, Leute? Amelie, alles in Ordnung? Schläfst du? Schläfst du noch? Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Ich habe dich gestern nicht auf der Arbeit gesehen. Fühlst du dich immer noch nicht gut? Nimmst du deine Medikamente? Entschuldigung für die späte Antwort. Bin eingeschlafen. Kein Problem. Wie geht's dir? Gut. Ich schaffe es inzwischen, mich etwas auszuruhen. Ich wollte dich nicht erschrecken oder so. Ich höre das durch meinen Controller hier. That's a relief. Was ist das da vorne für ein räudiger Raumchat? What the fuck is going on? Stupid, creep, insane, dump, creep. So sieht auch mein Wohnzimmer aus, bin ehrlich. What's with this place? Das bin ich? Okay. Why all the sticky notes? Das ist wirklich eine gute Frage, das sieht fucking creepy aus. Raus aus meinem Zimmer. She never said anything nice. Aber wer? Meine Mom? Freunde? Wer hat niemals was Nettes zu mir gesagt? Sollen wir das? Ich lese es mal kurz durch hier. Cringe. Lionel, danke für deinen Follow. Sense, moin. Kindesmisshandlung, Vernachlässigung in Kettenstadt. Laut einer Erhebung gab es in Kettenstadt im letzten Jahr beinahe doppelt so viele Fälle von Kindesmisshandlung wie im Durchschnitt der entwickelten Länder Europas. Als Ursache werden die wirtschaftlichen Probleme und die daraus resultierende Armut vermutet. Ach so, ja. Pink, ne? Danke für den Sub-Kuss. Danke, Chat, dass ihr mitmacht, ne? Ihr seid geil. Da liegt doch wer. Ach so, nee, das ist eine... Das sind einfach nur Kissen. Das sind irgendwelche blauen... Pillchen. Antidepressiva. Ach, herrje. Meine Fresse, Alter. Ich glaube, wir sind gefangen in so einem absolut ekelhaften Albtraum. Und ich kann mich nur irgendwie mit einem km/h drehen, Chat. Besser wird's nicht. Besser wird's wirklich nicht. Ist wirklich ein Fiebertraum. Die Kakerlaken haben hier aufgemacht. Die Kakerlaken haben hier aufgemacht. Die Kakerlaken sind meine Freunde. Hallo. Ach, herrje. Nein, noch nee. Nee. I'm sorry. Nein. Nein, lass mal. Ach Mann, herrje. Nee, ich hab's nicht gemacht. Okay, gut. God bless. Mom. Boah, ja, das ist alles schon ein bisschen hart, Alter. Das Ding ist, für mich ist das... Für mich ist das so fernab von der Realität. Ich kann halt persönlich so wenig mit sowas relaten. Und ich bin da auch ziemlich lucky, glaube ich, ne? Also, ich war, glaube ich, bisher noch nie in der Situation, dass ich so sad war. Oder in ansatzweise in der Depression oder so. Ich kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen. Also, ich kann mir das halt legit nicht vorstellen. Das ist halt das Beängstigende an der Sache, ne? Dass Leute wirklich so sowas erleben müssen.
Du sahst neulich nicht so gut aus. Mir geht's gut. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Natürlich tue ich das. Ich nehme meine Medikamente. Medikamente sind gut, aber was mit deiner Therapie? Die bringt ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Mit Erwachsenen zu reden hilft nicht. Einige aus unserer Klasse mussten ins Krankenhaus. Warum? Hä? Du musst das nicht alleine durchmachen. Ich weiß, ich sag Bescheid, wenn ich was brauche. Und die hatten es verdient. Oh, warte mal, habe ich irgendwas Bescheuertes gemacht? Habe ich irgendwas Blödes gemacht? Habe ich welche... Geil, Erschreckung ist drin. Neues Emo-Chat. Habe ich irgendwelche Klassenmitglieder kaputt gemacht? I don't know. Ich glaube, ich bin ausgerastet. Ja, so wirkt's gerade. Ich glaube, ich habe irgendwas Dummes gemacht. Soll ich überhaupt zurück? Ich glaube, ja. Maya? Wer? Wo? Wie? Wer? Wo? Maya? Biene Maya? Gehe ich jetzt hier einfach durch? Wo bin ich? Ja, richtig, what the fuck. Am I safe? Where did it even go? What the fuck was that thing? War das ein Enderman? Oh, jetzt werde ich wieder angerufen. Ich will dir was zeigen. Kommst du zu Villa? Nee, kannst du zu Villa kommen? Ich bin im Studio. Ich bin auch im Studio, Maya. For real, also ich bin wirklich im Studio. Hier ist ein Monster, wie geht's dir? Das ist das Einzige, was ich hier schreibe? Hier ist ein Monster? Und dann lege ich mein Handy weg? Was? Junge, wenn ich so ein Vieh sehen würde, Chat. Ich würde aus dem Fenster springen hier. Ich würde aus dem Fenster an der Fassade runterklettern und versuchen, mir irgendwie einen Weg nach draußen zu bahnen. Ich so, hey, ja, hier ist ein Monster. Polizei würde ich nicht mal rufen, Junge. Ich würde mich einfach verpissen. Ciao. Okay. Oh, das ist wieder so eine asiatisch angehauchte Wohnung, ne? Man sieht hier, sitzen Leute auf dem Boden und chillen. Das passiert nicht bei... Zumindest habe ich jetzt noch nie Leute bei uns gesehen, die das hatten. Jugendliche stürzen sich bei berüchtigtem Gebäude weiterhin in den Tod. Ach, herrje. So gut wie jedes Jahr springt ein jugendliches Mädchen vom Dach eines verwahrlosten Wohnkomplexes in Kettenstadt. Trotz der wiederholten Selbstmorde bleibt das Gebäude, das seit dem Bankrott der Verwaltungsgesellschaft leer steht, leicht zugänglich. Doch weder Jugendliche noch Erwerbslose lassen sich von dem düsteren Ruf abhalten und betreten das Gebäude trotzdem. Auch viele junge Graffiti-Künstler nutzen es als Leinwand für ihre Arbeit, während die Bedenken der Anwohner immer zunehmen. Perfekt. Please, not Maya too. Please. She has been acting weird lately. Yikes. Wie komme ich denn jetzt hier weiter, Chat? Ich zocke dieses Spiel. Ich weiß gerade nicht, wie heißt das Spiel nochmal, Chat? Ich hab's vergessen. Silent Hill ist es auf jeden Fall. Ist ein kostenloses Spiel, was jetzt gerade online kam. Gestern. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. Das ist nicht animiert. Das ist gefilmt. Das ist doch gefilmt, Chat. Then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. Ja, das sieht zu realistisch aus. They bloom beautiful. They fall beautiful.
Es ist ein Horrorgame. That's how I want my life to be. Alright. Ich will dir was zeigen. Kannst du zu Villa kommen? Achso, das habe ich ja schon. Achso, sie antwortet nicht. Oh, damn. Sie antwortet einfach nicht. Okay, was mache ich jetzt? Kann ich jetzt hier raus? Ich sehe halt auch kaum was, ne? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Soll ich jetzt hier... Kann ich jetzt hier durch? Ans Fenster kann ich auch nicht. Ja, das Game ist tatsächlich sehr deep. Ich bin ja eigentlich immer so jemand, ich laber immer sehr viel Scheiße und mache mich auch mal über Sachen witzig, aber so, ich glaube, hier ist es unangebracht. Muss man, glaube ich, jetzt nicht machen. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen random. Nee, anscheinend geht jetzt die Tür auf. Okay, Monster ist weg, Chat. Let's fucking go. Where is the studio? Ja, wo ist das Studio? Junge, also die Grafik ist schon... Die Grafik ist schon wild, muss man sagen. Oder? Die Grafik macht schon was mit mir, irgendwie. Im Nebel der sozialen Medien. Einsamkeit... Und Angst unter Jugendlichen. Alle der befragten Jugendlichen gaben an, dass sie sich für die pikanten Selfies, die sie online gepostet haben, schämen würden. Zudem sagten sie, dass sie Angst davor hätten, keine Likes für diese Fotos zu bekommen. Junge, das ist so wild, Mann. Das fuckt so ab. Junge, es ist so wild, wie viele Leute so geil nach Likes sind. The famous suicide spot. Oh, damn. Junge, ich war früher, ganz früher, ne, als kleiner Bimsel, habe ich auf mein gepostetes Selfie, ich weiß noch, 7 Likes bekommen. Und das fand ich so scheiße, das fand ich so kacke, weil früher wurden unter 10 Likes auf Instagram, Chat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber unter 10 Likes auf Instagram wurden früher nur die Namen angezeigt von den Leuten, die geliked haben. Ich glaube, bis 10 Likes werden irgendwie nur die Namen angezeigt. Und dann hatte ich irgendwann mal einen Post mit über 10 Likes. Und dann wurde so eine 10 oder 12 Likes angezeigt. Und ich war so, boah, jetzt bin ich aber ein Geiler. So bescheuert. Junge, das war früher heftig, als ich dann irgendwann mal 10 Likes auf dem Foto hatte. Und vor allem auch so von meiner Mom und von irgendwie irgendwelchen Freunden. So. Das war mir früher richtig wichtig. Also, da war ich richtig so, boah, jetzt bin ich krass. Das, creepy. Ne? Maya. I hope you're all right. Scheiße, Maya, Alter. Schüler-VZ hatte ich witzigerweise nie. Ich hatte damals mit 14 mein erstes Handy. Mit 14. Oder 15. Ich glaube, mit 15 hatte ich mein erstes Handy. Und selbst da habe ich nur, ich glaube, Skype benutzt. Schüler-VZ hatte ich nie. Sie fühlen sich schlecht, weißt du, sie alle. Übrigens, nochmal über das College nachgedacht? Ich kann nicht. Du bist in diesem Haus und schreibst jetzt mit ihr über das College? Du musst dich nicht sofort entscheiden. Also, wenn man mal auf dem College ist, kommt man dann nicht mehr zurück, hierher zurück? Nein, ich komme auf jeden Fall zurück. Meine Eltern würden mir die Hölle heiß machen, wenn ich in den Ferien nach Hause käme. Aber denk einfach mal über das College nach, okay? Hab doch gesagt, dass ich nicht kann. Das ist nichts für mich. Studieren ist nicht mein Ding. Du weißt, dass ich dir helfe. Schon gut. Ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was ich darüber machen sollte. Das ist nicht wahr. Du bist so hart zu dir selbst. Sei stolz drauf, wer du bist. Warte.
Was ist mit den Zeichnungen, die du mir gezeigt hast? Du könntest einen Kunstkurs besuchen. Das könnte Arbeit bringen, oder? Ich bin nicht Maya, okay? Emily doesn't get it. Oh. Gotcha. Story, Chat? So he don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. Was sagt ihr zu Graffiti? Geil oder hässlich? Eins oder zwei? Das ist jetzt sehr kontroverse Meinung. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. Kommt drauf an, ist die richtige Antwort, habt ihr recht. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. Okay, die mochte mich anscheinend. There's no way out. Ich denke mir, wenn's schön gemacht ist und nicht nur so ein Gekritzel, sowas wie das hier zum Beispiel, finde ich halt giga hässlich. Aber wenn es halt sowas ist wie, weiß ich nicht, I don't know. Wenn es halt so schöne Artworks sind, die dann so einen Ort verschönern, dann ist halt geil. Maya! Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene, Maya. Maya! Maya's sketches? These aren't even finished. Entschuldige. And they look this good. Hm. They seem happy. They seem happy. Yeah. A new life. So full of life. Oh, Maya schreibt. Chat. Bist du hier? Maya? Wo bist du? Dieser Ort ist gefährlich. Wir müssen hier weg. Maya, bitte antworte mir. Maya? Junge, Maya einfach gone? Why won't she reply? Maya einfach weg, Chat. Where are you? Maya ist despawned. Am I going crazy? Maya! Maya! Warum ist das Tuch runtergefallen? Kleines Hexentuch. Geh wieder hoch. Hä? Maya? It's beautiful. Who did Maya have in mind? Mich. Mich. Hoffe ich. Did you post this too? Even more followers. Followers again. Hä? Digga. Some new followers here. Ihr meint, ich sollte mehr lächeln. I need to upload stuff like this to get as many likes as Maya. Sexy. Loving it. Stop with the boring photos already. Digga, was? No sexy stuff, no followers. Wow. You hate your followers. Congrats on reaching your follower goal. Come on, we want sexy pics already. Just stop! What the fuck? Junge. Danke für den Tier 1! Kuss! Junge, es ist so wild. Ich frag mich halt wirklich, ich komme gleich drauf zu sprechen. I'm sorry. You have your own situation to deal with. I was out of line. I was
was thinking selfishly. I'm so sorry. No, I shouldn't have gotten mad like that. Thanks, Anita. I guess I haven't accepted Maya's death yet. Why did she jump from the villa? Why did she have to die? Maya's... dead? Wait. Maya's really dead? Oh. Okay, Maya ist gesprungen. How could I forget that? Okay, Maya ist einfach tot. Scheiße, Alter. Aber wer hat da mit ihr geschrieben? Oder hat sie überhaupt mit ihr geschrieben? Fein. Finde es. Okay, irgendwer schreibt mit mir über Mayas Dings. Aber was ich sagen wollte, Chat. Ich bin aufgewachsen, God bless, in einer Zeit, wo Facebook und so erst so kam, ne? Ich will nicht wissen, wie es heutzutage in den Schulen ist, mit Kids, die aktiv halt so TikTok und sowas machen, die dann so 1000 Follower aus Versehen bekommen und dann irgendwie andere Kids fertig machen, die dann so 10 Follower haben oder so. Das Ding ist, es muss ja nur ein Video viral gehen und du bekommst 1000 Follower. Ist total dumm. Und ich will nicht wissen, wie es für manche Kids ist, die entweder keinen Bock drauf haben oder halt, weiß ich nicht, die einfach keine Follower haben, whatever. Irgendwie als Kind. Und dann gibt's bestimmt so Dudes und andere und Girlies, die dann so mega TikTok-Fame werden wollen und dann so richtig mit Followern flexen wollen. Ich hoffe wirklich, dass ich mir das nur so vorstelle und dass das nicht wahr ist, aber... Ach du Scheiße. So wie ich Kinder kenne, denke ich mal, so läuft's ungefähr mittlerweile. Ach du Scheiße. Da vorne war ein Vieh. Renne ich gerade vor irgendwas weg? Wovor renne ich weg? Maya, aus! Aus! Bin ich wieder hier? Wo bin ich? Okay, gehe ich nach oben? What the fuck? Okay, jetzt bin ich auf dem Dach. Oh, damn. Maya died. But her art lives on. Yeah. Even more followers. Digga, hä? Bro, ich check's nicht. No one is ever going to notice me. God. This is where Maya jumped from. Bad things happen because of you! Maybe I can be like her. Here goes. Ich sag, sie macht's nicht. Lebt sie noch? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt.
Why didn't I die? Hä? Das Trey Jones. Dankeschön. Für die 5 Gifted Subs, mein Lieber. Jones. Vielen, vielen lieben Dank. Und Kura Yami. Dankeschön für deinen Prime Sub. Ne? Mehr kostenfrei mit Prime Sub ist auch gut. Dankeschön. So, also pass auf. Wir sind jetzt also runtergesprungen. Maya bekommt Follower. Das hat mich übel genervt, weil ich habe keine Follower bekommen. Ich habe die ganze Zeit die Leute im Kopf, die mich hassen, wie auch immer. Bin deshalb gesprungen. Wache aber jetzt hier wieder auf. Und die Person, die da mit mir schreibt über Mayas Account, die fragt mich die ganze Zeit, ob ich irgendwas gefunden habe oder finde. Kein Plan, wer es ist. Du kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Du kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Du kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Was soll ich denn finden? Ja, okay. Sag's mir. What the fuck? Okay, was soll ich denn jetzt finden? Gehe ich jetzt hier einfach wieder durch nochmal? Oder ich habe doch jetzt schon alles erledigt, oder nicht? Ich habe doch jetzt hier alles schon erledigt. Ich habe doch... Jetzt muss ich das jetzt alles nochmal von vorne machen, oder wie ist das? Nee. Ich kann die Sachen nicht mehr... Was soll ich machen jetzt? Ich soll die Wahrheit finden. Aber gut, ich habe jetzt kein Licht mehr, Chat. Ich habe kein Licht mehr. Mein Handy ist leer. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Was soll ich machen? Da stand niemand. Kann mich jemand erklären, wie ich Premium 3 Abo abschließe? Fühle mich alt. Keine Ahnung, Bro. Ich wünsche, ich könnte es dir sagen. Ich weiß nicht. Hä? Okay. Ohne Handy gibt es kein Social Media. True. Vielleicht geht es ihr jetzt damit besser. Gerade zumindest. Aber uns geht es nicht gut, Leute. Denn wir haben legit gar kein Licht. Nicht ein bisschen Licht. Alter. Das Trey Jones, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für deine weiteren 5 Gifted Subs. Mittlerweile 10. Ich bedanke mich, mein Lieber. Dankeschön, ne? Vielen lieben Dank. Kuss. Die Frage ist... Alles für die Firma. Kommen wir jetzt hier noch irgendwo durch? Ich bin mäßig verwirrt, Chat, bin ich ehrlich. Ich habe kein Handy mehr. Ich kann nicht mehr, also ich weiß gerade leider nicht, wo ich lang soll. Ich habe auch nichts zum Anklicken. Ich habe kein Inventar. Liegt hier irgendwas? Nee. Symbol an der Wand. Ich schau mal. Ich sehe halt nichts. Also, ich bin ehrlich mit euch, ich sehe nichts. Zumindest sehr wenig. Aber was mir helfen würde, damit der Bildschirm heller wird, Leute, ist, wenn ihr mir ein Follow da lasst, ne? Ein schönes Follow auf diesem Kanal würde schon mal helfen. Ich sag, wie es ist. So ein Follow. Wenn er unten auf das Herzchen klickt. Das würde helfen. Hört der... Das ist jetzt zuge... Wo kommt die Tür her? Pablo. Danke für dein Tier 1, ne? Kuss.
Okay. Oh, wird das jetzt immer schlimmer? Bad girl gets an empty plate. Das Kind ist jetzt normal. Kein Ausgang. Ja, naja. Die Frage ist eher, Leute, kommen wir heute noch auf die 2700 Subs? Das ist hier die wahre Frage. Ich frag direkt mal hier nach. It's all your fault! Okay, hier ist ein Raum. Ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt noch einiges machen. Carlo Otto, vielen lieben Dank für dein Tier 1-Sub. Herzlich willkommen. Direkt schon für 3 Monate. Dankeschön. Ist das hier? Taschenlampe? Oh. 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 Verdammte Jugendliche und ihr Geschmiere, wenn ich die erwische. Das ist bisher heute, ganz ehrlich, die beste Chatnachricht, die ich gelesen habe. Wo ist mein Kusch? Das Emote und der Satz dazu und das Spiel, perfekt. Perfection. Kann ich hier nichts machen? Okay, ich komme nicht mehr wieder raus. Muss ich wahrscheinlich hier nochmal gucken. Okay, ich kann hier was machen. Ja. Das sind sogar 2 Emotes. Ehre, Mann. Ehre. Oh, die Tür ist aufgegangen irgendwo. Mavi. Kuss, ne? Danke. Das sieht ja alles schrecklich aus hier. Also, ich bin ehrlich mit euch. Das sieht hier alles scheiße aus. Ich habe heute Geburtstag. Parsephone. Alles Gute zu deinem Geburtstag, ne? Chat. Singt bitte Happy Birthday für Parsephone. Ab jetzt. 3, 2, 1. Und jetzt alle. Schön singen. Richtig gut. Sehr gut, Leute. Ich kann es bis hierhin hören. Ich kann es bis hierhin hören. Boah, Digga, hier wird einfach alles weggemacht. Some people really have nothing better to do. Wait. Es ist halt so wahr, ne? I bet it was these guys. Game Freak. Dankeschön. Oh! Okay, Jungs. Let's Foxy. Danke für deinen Stufe 1 Sub. Herzlich willkommen. Olexen, dankeschön für dein Gifted. Platscho, dankeschön für dein Prime im 2. Monat. Kommen wir hier durch? Ja. Oh. Hier steht irgendein Kind im Badezimmer. Seit wann haben wir wieder Akku? Das habe ich mich auch gerade gefragt, kurz. Warum wir jetzt wieder Akku haben, plötzlich. Obwohl wir eben keinen Akku mehr hatten. Vielleicht hat sich das aufgeladen irgendwie, I don't know. Müssen wir überhaupt hier lang? Powerbank, wahrscheinlich, ne? Können wir hier wieder zurück oder müssen wir über den Balkon?
Okay, ich glaube, wir müssen über den Balkon. Der Moment, wenn du 26 Jahre gespannt zuschaust und dich fast einkackst, ja. Ich habe mich immer noch nicht ausgezogen. Ich habe immer noch nicht mein Pulli ausgezogen, ne? Leute, ziehe ich mir kurz den Pulli aus? Ach komm. Aber ich zeig's euch nicht. So. So, kleine Ratten. Kleine Ranzratten. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Gea. Felix, vielen, vielen lieben Dank für die 10 Gifted-Subs, mein Bro. Ich bedanke mich. Aufrichtig. Chat bedankt sich auch bei dir mit dem Kuss-Emote. Dankeschön. Kuss. Oh, Amelie. Entschuldigung für die Tatsächlich, das ist jetzt genau wie eben. Geht's dir gut? Warum antworte ich jetzt? Geht's dir gut? Um aus dem Bett zu kommen. Entschuldige, dass ich eine schlechte Freundin war. Ist Maya wirklich tot? Warum fragst du das? Bitte sag es mir. Ich kann auch noch nicht glauben, dass sie tot ist. Ich wünschte, es wäre eine Lüge. Sie schien völlig in Ordnung zu sein, bevor es passierte. Also ist Maya wirklich tot, ja? Anita, geht's dir gut? Hast du genug geschlafen? Einigermaßen. Ich nehme ein paar Medikamente. Medikamente sind gut, aber... Ja, aber die Konversation hatten wir ja schon mit ihr, oder, Chat? Amelie, nein. Ich rede mit der Amelie. Obviously. Bin nur hier, damit du meine Katzen nicht anzündest. Ja, Lux, hast du recht. Nein, sie hat nur über ein Buch gesprochen, das sie kürzlich gelesen hat. Trotzdem fühle ich mich schuldig. Auch wenn sie mir nichts gesagt hat, hätte ich wissen müssen, dass etwas nicht stimmt. Das ist immer die Frage, ne? So, what'd you think of the book? The author killed themselves. Ach, perfekt. When they were young. Ja, perfekt, cool. Was geht, Roland? Something beautiful. Herzlich willkommen, something Long tragic. Ding Dong, moin. It's kind of enchanting, isn't it? Moilers. I wonder what they were thinking right before they Placho, died. Dankeschön, ne? Ich weiß nicht, ob ich deinen Namen schnapp. Anyway. Und Foxy. I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? Actually, kind of like that, though. You write in a really flowery and passionate way. Wieso stehen so Riesenpullis Frauen so gut? Mir nicht? Ich habe auch große Hoodies. Mir würdest du das nie sagen, Zuki. Also ich finde, mir würde ein großer Hoodie auch stehen. Letters. Hi? Okay. Oh, hier waren wir doch eben. Scheiße, die Tür ist hinter mir zugegangen. Ey, aber das ist noch heile. Das Bild. Guck mal. Was ist das hier? Ein Schrein? When
wonder what those guys are talking about. Das sind Puppen. Das sind Puppen, die bluten am Kopf. What the fuck? A lot of people are getting into that. Prime Sub, ich will Prime Subs. Hallo. Ein neuer Tag, ein neuer Prime Sub. I think there's something real about it. My great grandmother. Meine Urgroßmutter war eine Wahrsagerin, okay? I hear people here used to treat her like. Hast ja recht, Malinu. Some sort of prophet. Hast ja recht. Mir geht's gut, Malinu. Ich hoffe, wie geht's dir? They all eventually turned on my great grandmother. Heute hat Shakira Geburtstag. Geil. Guess you can predict other people's futures. But not your own. Ich glaube, ist das Spiel vielleicht ursprünglich auf Chinesisch oder Japanisch zufällig? Weiß das jemand von euch? Wahrscheinlich schon, ne? Weil die englischen Synchronstimmen passen ja nicht zu den Lippenbewegungen. Und hier wirkt alles auch sehr japanisch. Konami ist auch japanisch, oder? Chance. Dankeschön für dein Tier 1, ne? 3 Monate. Dankeschön. Und OneCrafter, danke für dein Prime. Kuss. Was haben wir denn hier? Ein Buch. In der japanischen Kultur ist schon... Ja, japanisch, okay. Da, legit die Antwort im nächsten Raum. Schönheit durch Opferung verwurzelt, wodurch Harakiri, also das Aufschneiden des eigenen Bauchs, das perfekte Beispiel ist. Zweck dieses Rituals ist, die Welt von den eigenen Vergehen zu befreien und sich selbst zu reinigen, indem man sich das Leben nimmt. Perfekt, Alter. Der Gedanke ist für viele aus der westlichen Welt befremdlich. Und vor allem junge Leute nehmen fälschlicherweise an, dass sich Japaner nach einem schönen Tod sehen. Legit noch nie drüber nachgedacht. Moderne Japaner sehen Selbstmord längst nicht mehr als so positivem Licht. Dabei schätzen sie nicht unbedingt das biologische Leben, sondern vor allem das Soziale, in dem der Tod nötig ist, um das Leben zu schützen. Oh, what? Oh, Digga, ich hasse so altertümliche Rituale und irgendwelche kulturelle Scheiße, wo man sich wehtun muss. Okay. Aber wer schreibt mich denn die ganze Zeit da an, Chat? Wer schreibt mich denn die ganze Zeit da an? Ist das irgendeine Pflegemutter? Ist das eine Mutter? Ist das Schwester, Onkel? Was schreit mich da an? Frozen Tabs. Alter, dein Namen habe ich lange, lange, lange Zeit nicht mehr gelesen, Frozen Tabs. Holy shit. Warte mal. Kannst du mal was im Chat schreiben? Frozen Tabs? Gefühlt Frozen Tabs. Dein Name kommt mir übertrieben lange. Kennen wir uns schon richtig lange, Frozen Tabs? Wir kennen uns von früher. Irgendwas hat bei mir gerade richtig geklingelt. Warst du nicht Lepix Gaming Zuschauer? Du warst doch Lepix Zuschauer, ne? Von ganz, ganz, ganz früher. 2016 oder so. Oder 18, 19. Oder? Wo ich so durchschnittlich immer 5 Zuschauer hatte. Da warst du da. Right? Junge, das hat gerade irgendwas richtig hart in mir aufgekratzt in meinem Hirn. Einfach keine Antwort. Genau, wir kennen uns von den alten Zeiten, haben uns bei der Challenge bei Commander Krieger kennengelernt. Holy shit, Alter. Ich wusste, ich kenne deinen Namen. What the f... Du meinst Giorgio, oder? Frozen Tabs? Du meinst Giorgio, ne? Nicht Commander Krieger. Holy shit. Bro, das ist legit ewig her. Fuck, Alter. Junge, ich lese gerade den Namen und in mir haben
Giorgio, ja. Und in meinem Kopf haben sich 1000 Zahnräder gerade gedreht. Das ist ja wild. Was geht, Alter? Ja, an so ein paar Leute erinnert man sich ja gerne, ne? Ja, okay, Leute. Wie wird dein Name geschrieben? Okay, du bist, glaube ich, jetzt VIP, Bro, oder? Stell dir mal vor, ich hätte ihn jetzt einfach gebannt. Slash-Bann. GG's. Einfach so, ich schreibe irgendwas in den Chat. Slash-Bann. So eine Scheiße brauche ich nicht, Digga. GG's. Medizinische Fakultät der Medizinischen Universität Deutschland. Einführung. Liebe angehende Studentin, willkommen in Medizinischen Universität Deutschland. Die MUD wurde 1709 gegründet und ist eine der ältesten und renommiersten Institute Europas. Unsere hochmoderne... Das ist die Universität, wo wir sie hinwollten. Ja. Junge Frozen Taps, ich freue mich wirklich mega, deinen Namen zu lesen. Ich wusste gerade nicht mehr, woher ich dich kenne. Aber das ist fucking funny, dass du jetzt hier bist. Das ist wild. Wenn dich etwas bedrückt, kannst du es mich wissen lassen. Danke, aber mir geht's gut. Tut mir leid, dass ich es so angesprochen habe, ich will dich nicht stören. Nein, schon gut. Macht mir nichts. Hey, wollen wir mal zusammen shoppen gehen? Ich habe mein Haus seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr verlassen und mein Bruder kommt her. Ja, ich versuche nur so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Also shoppen, ja? Wir finden schon was Nettes für dich. Nein, schon gut. Ich bin kein Fan von Menschenmengen. Und an mir sieht sowieso nichts nett aus. Ach, perfekt. Ach, hör auf so zu reden. Du bist viel zu hart zu dir selbst. Du siehst gut aus. Du musst nur das richtige Outfit finden. Too hard on myself, huh? Amelie's the only one who thinks that. Ich habe legit... Okay, hier wird gelernt. Perfekt. Frozen, wie alt bist du mittlerweile? Das ist ja auch schon gefühlt fast 9 Jahre her jetzt, ne? Das ist ja ewig her jetzt. Oder 8 Jahre oder so ein Shit. Stay home alone. Mache ich, perfekt. Ich habe heute in der Post Materialien von meiner ersten Wahl gekriegt. Ich werde auf eine Hochschule gehen. Ich bin so froh, ich kann es nicht fassen. Mama, Papa, ich werde beim Lernen richtig anklotzen und die beste Tochter überhaupt sein. Perfekt. Wo bleiben die Jumpscares? Also ja, es ist creepy. Schon. Schülerin tot aufgefunden, möglicher Selbstmord am 24. Einer wurde gegen 10 beobachtet, wie eine 18-jährige Schülerin in Kettenstadt vom Dach eines Wohngebäudes gefallen ist. Das Mädchen wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Sie wurde aber 2 Stunden später verstorben. 30 mit Frau und Kind lebe mittlerweile in NRW im Schulden. Das ist so wild. Das ist so wild, Bro. Holy shit. Ja, aber ey, geil, ne? Witzig. Ich würde halt gerne... Ich würde halt gerne mal vorankommen. Also es ist... Ist alles deine Schuld, herzloses Mischstück. Du hast alles gestohlen, meine einzige Freundin und meinen Platz in dieser Welt. Oh, damn. Es ist halt wirklich sehr viel. Wir werden ja auch nicht jünger, ja, das stimmt. Hast recht. Funny, Alter. Es ist halt wirklich sehr viel zu lesen in dem Spiel. Aber es ist auch, glaube ich, der Reiz an dem Spiel. Komme ich da raus? In nominis patri et fili et silictus santi. Junge, jetzt plötzlich High School Musical Musikvideo, was sagt ihr? Witchlocker, ach ja, Mobbing. Mobbing ist eine geile Sache. Mobbing ist eine geile Sache.
Stacy. Ja, aber ich muss sagen, ich war früher in der Schule, war ich ab und zu auch ein Hurensohn zu Leuten. Ich war früher auch zu manchen Leuten echt eklig. Leider. Ey, du weißt es, man weiß es halt nicht besser, ne? Damals ist das noch so, cool. Hi. Dumb. Ah! Go away! Nein, ich bleib hier, kannst du mir glauben. Ist das mein Platz? Nein? Ich würde einfach weitergehen. Ich darf nicht weitergehen, habe ich recht? Ach, das ist mein... Ach, perfekt. What the hell? Ist das mein... Get out, you freak! Slut! You're ey! You're a freak! Piece of shit! Einfach Steinigung. Junge, die haben mich mit einem Schuh abgeworfen. Haben die mich jetzt gerade hier in so einen Schrank gesperrt? Ach, klasse. Darf ich jetzt hier lang gehen? Ach, das macht doch Spaß, Leute. Hä? Das macht doch richtig Spaß. Das macht doch Spaß. Alles ist normal, Chat. Alles ist normal. Alles ist normal. Ja, das Game ist absolut abgefuckt. Und das Wildeste ist, es ist kostenlos, ne? Es ist halt kostenlos auf der PlayStation gerade erschienen. Das ist komplett wild. Aber wo geht's lang? Muss ich jetzt hier raus? Wieder durch die Tür? Ich hoffe. Oh nee, warum muss ich jetzt wieder laufen? Warum muss ich laufen? Ah! Renn! Junge, scheiß auf die Augen! Ja! Weißt du was? Einfach eine Essmine auf den Boden werfen. Elsa Zielsucher und dann rein die Scheiße. Don't run. Okay. Stupid. Ich gehe einfach jetzt irgendwo lang, Leute. Ich weiß nicht, wo ich lang gehe. Ich weiß nicht, wo ich lang gehe. Ich gehe einfach irgendwo lang. Ich geh einfach irgendwo lang. Hier durch. Oh Gott, let's go. Augen. Wo soll ich hin? Ich geh einfach irgendwo lang. Stupid bitch, loser. Yeah. Let's go. Ich geh mal links, weil warum nicht? Dann renne ich hier durch. Und dann gehe ich hier durch. Und dann gehe ich hier rein. Und dann, geh ich hier durch. Und dann renne ich rechts lang. Und dann renne ich hier durch. Und dann gehe ich hier lang. Und dann renne ich... Alles ist gut. Not again. What did I do
Maya hat mir geschrieben. Finde es. Finde was? Finde. Du kannst wenigstens deutlich werden, Maya. Chat, ihr müsst mir jetzt auch nicht sagen, finde es. Was soll ich finden? Chat, was soll ich finden? Vielleicht ihr Handy? Vielleicht hat sie ihr Handy irgendwo liegen und ich soll es finden? Und da ist irgendeine Nachricht drauf? Oder keine Ahnung, Alter? This guy looks familiar. Das ist bestimmt irgendein... They're hurt. Where are you going? Yeah, that's right. In den Himmel. Amelie. Amelie? Amelie! Shh, will die Story hören? Der ist bestimmt ein Übeltäter, hm? Bin ich mir sicher. What's that? Oh, you like what you see? Come closer then. Nee, ich hab Angst. Montana Black 12223337747. Moin, danke für dein Follow. You two are from my class. Those glasses look good on you. Oh mein Gott, haben die ihr was angetan? Sorry, she's so cute. I couldn't help myself. Haben die sie vielleicht vom Dach geworfen? Feel free to stop by anytime. You're always welcome. Maya only ever cared about Amelie. She didn't see me. I was invisible to her. Okay, und jetzt? Bin ich jetzt sauer, traurig, enttäuscht? Bin ich... Was ist jetzt los? Schwangerschaftstest positiv? War sie schwanger? Oh, shit. Anderthalb Stunden, ich habe auch nichts gerafft. Safe. Sie ist schwanger einfach wahrscheinlich gewesen. Nicht besonders gut drauf, wollte mich mit Graffiti ablenken, aber war nicht bei der Sache. Vielleicht hat Mama uns gestritten haben, eher nicht. Kam mir schon öfter vor. Ich weiß schon lange, dass andere wichtiger sind als mir. Liegt es daran, dass sich meine Mitschüler geärgert haben? Unwahrscheinlich, sie kennen mich nicht. Sie lassen nur ihren Ärger an mir aus. Es muss daran liegen, dass ich ihn und die Hoffnung, die er mir geschenkt hat, verloren habe, oder? Warum fühle ich mich so? So ging es mir noch nie. Vielleicht das Baby finden. True. Das kann legit sein. Theoretisch. Und wer ist Papa? I don't know. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte halt sowas Abgefucktes sein. Wie sie trifft die beiden. Die beiden wirken nett. Und dass sie ihr dann irgendwas angetan haben oder so. Was ist passiert bis jetzt? Selbst wenn ich es wollen würde, Brain Damage Net, ich könnte sie nicht erklären. Ich könnte sie nicht erzählen, ich könnte sie nicht erklären. Oh, sorry. I was just thinking about something. Nachts? Moin Chat, was geht? Dass ich. I borrowed that book you wanted. Sie wirkt ein bisschen bedrückt. I wrote my impressions in a letter. Es geht, Bagger Bigor. Read it when you get home, okay? Okay,
Okay, und sie hat jetzt gesagt, ey, es steht alles in diesem Buch und ist weggegangen. Und wahrscheinlich soll das jetzt implizieren, das war das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben. Where was it? Junge, die Grafik ist halt so gut, ne? Meine Fresse. Die Grafik ist legit so gut. Okay, jetzt soll ich irgendein Buch finden. Aua. Das hier? Oh, ich dachte, es leuchtet. Hier bestimmt. Aha. Looks like there's space for a book here. Wait, I think I know these. Es ist in ihrem Spind. Aua. Wie? Was? Was? No way. Ist es in ihrem Schrank jetzt drin oder was? Was soll ich jetzt machen? Okay, Bücher haben wir auf jeden Fall genug. Aber wir müssen jetzt das Buch von Dings finden, or what? Oder wie, oder was, oder wie? Hier liegt was. Das von einer Hexe verfluchte Kettenstadt. Böse Magie für Probleme der Stadt verantwortlich. Kettenstadts Bevölkerung schrumpfte nach wie vor rapide. Die Geburtsraten liegen bei 0,7, also auch unter der Hälfte des deutschen Durchschnitts, 1,6. Die Fehlgeburten liegen hingegen bei 31%. Shit, Alter. Mehr als den Doppelten des Durchschnitts, 15%. Die Wirtschaft liegt in Trümmern. Und die einst aufblühende Industriestadt, okay, das ist... Okay, es wird vermutet, dass eine Hexe als Ursache für den Abschwung von Kettenstadt ist. Die Forscher glauben, dass sie gejagt und ermordet wurde. Vor ihrem Tod soll die Stadt mit einem Fluch belegt und ihr Wachstum damit erstickt haben. Aber ist sie vielleicht der Fluch? Chat? Ich werde wieder angeschrieben. Finde es. Chat, wehe. Wehe. Chat, ich sag's noch einmal. Lass es. Lass es. Ich find's jetzt. Es ist ein Horrorgame, Laser Goku. Oh oh. Oh oh. Oh nein, wo bin ich jetzt? Ist das eine Treppe nach unten? Ich find's ja. Ich bin ja dran. Ich bin ja dran, Leute. Irgendwas ist mit ihr. Ihr geht's gar nicht gut. Also ich habe ja den Schwangerschaftstest gefunden. Ich gehe davon aus, sie ist schwanger geworden. Irgendwie von irgendwem. Und... Oh. Geht's dir gut, Anita? Ja. Du hast mir nicht geantwortet, also habe ich mir Sorgen gemacht. Entschuldige, ich habe gerade mit Maya nachgedacht. Keine Ahnung, ob du weißt, aber Maya wurde in der Schule gemobbt. Ich weiß. Aber sie meinte, ihr geht's gut. Ich dachte, ich soll die Sachen ruhen lassen. Doch dann war es zu spät. Warum hat sie nichts gesagt, bevor sie starb? Ich wünschte, sie hätte mit mir geredet. Vielleicht hat sie mich nicht als Freundin gesehen. That's not true. Sterzig soll eine Belohnung mit den Viewpoints machen, wo man ihn jumpscannen kann. Das wäre gemein, Aerodactyl. Das machen wir nicht. Herzlich willkommen aber erstmal im Chat. Und Simon, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen im Chat. Ich hoffe, euch beiden geht's gut. Ne? Wenn ihr doch neu seid, warum folgt ihr noch nicht? Wollen wir weiterspielen? Aerodactyl, danke für dein Follow. Miss Shirley. Okay, Sayase. Perfekt. My locker. Why is it locked? Ein Zahlensch. Is there something I don't want to see? Ein Zahlencode. Scheiße, Chat!
Wo kriegen wir denn jetzt die Zahlen her? Maya's locker. Das ist Mayas Spind. No, it's not here. It wasn't here before either. Leute, guck mal, Neuzugang. Okay, hier kann man schon mal nichts lesen. Wir werden das jetzt ganz entspannt finden, okay? Okay. Alles ist in Ordnung, Chat. Da ist eine 0. Hier ist eine 3. 0, 3. 0, 3. Null, drei. Amelie's Locker. Ja, chillt mal. 0, 3. 0, 3. Da war eine 1. Warte, wo denn? 0. Guck mal, da hinten ist eine 0, 3. Null, drei. Drei. Oh, wo ist die 1? What? Ich sehe keine 1. Oh, 2? Hä, war die eben schon da? 0, 3, 1. Ihr sagt eine 1. Soll das hier eine 1 sein, oder was? Links. Okay, ich bleib jetzt mal hier stehen. Wohin soll... Ich hasse es, wenn ihr recht habt. Ich hasse es, wenn ihr recht habt. Ihr seid alle Kacke. War nur Spaß, ich hab euch lieb. 0, 3, 1. I know what's inside. Let's fucking go. I can't look away. Was ist denn da drin? Here it is. Was denn? Was denn? What's this letter? Ein Brief? Was it inside the book? Remember when I said. Liebe Amelie, weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass ich wie eine Kirschblüte sein will? Einen flüchtigen Moment lang wunderschön sein, in dem ich das Leben loslasse, mich trauen zu blühen, auch wenn die Blüte vergehen und in lebhaften Farben fallen wird. Ich wünschte, ich könnte so leben. Ich möchte wahre Schönheit erleben. Nur einen Moment lang. Scheiße. I want to experience true beauty, if only for a moment. Ich habe jemanden getroffen, bei dem ich mich anders fühle. Er zeigte mir eine neue Welt und schenkte mir Hoffnung. Ich dachte, er würde mir helfen, mein neues Ich zu finden. Ich habe es von Herzen gefühlt. Aber wir wurden nicht verstanden, nicht gewollt. Am Ende haben sie mir meine Hoffnung genommen. Sie haben mir ihn genommen. Ach du Scheiße. Das heißt, sie hat sich verliebt in den Dude wahrscheinlich. Und die Leute meinten so, lass das! Oder was? Die wollten das dann nicht, oder what? Oder wie, oder was? Leute, die nie schön sein werden, suchen Trost bei anderen. Sie fürchten jeden, der anders ist, hassen ihn, wollen ihn niederringen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich wünsche, wir könnten zusammen davonlaufen, Amelie. Nur du und ich, Maya. Scheiße. Er, ihr Sohn? Das könnte auch sein. Das könnte auch sein, ja. EKZ, vielen Dank für deine ganzen Subs, für deine ganzen Gifted-Subs. Ich wünsche dir auch ein wunderschönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns die kommende Woche wieder.
wish you and I had... I wish you and I could run away together, Amelie. Just me and you. Alles ist übel. Maya. She was asking Amelie for help. But I just... Oh nein, was jetzt? Ja, ja, ich hol's mir doch gleich. Ich hol's mir gleich. You have everything. You're way more talented than me. Soll ich das sein? Why? Why take Amelie from me? You acted like I wasn't even there. Amelie is my friend. Okay, whoa. I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away from me. She wouldn't pay attention to me. Oh. Oh. How was I supposed to know she'd actually kill herself? Was hat sie gemacht? Was zum Teufel hat sie gemacht? Sie hat Maya... Warte mal. Eins in den Chat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich, also die Person, die ich hier gerade spiele, hat Maya irgendetwas angetan... Ob nun schlimm oder nicht, weiß ich nicht. Irgendwas angetan, damit sie nicht mehr mit Amelie zusammen chillt? Weil ich nicht wollte, dass sie mit Amelie befreundet ist, right? So wirkt es jetzt zumindest. Amelie hat den Brief nie bekommen. True. Wollte ich jetzt nicht das Buch holen? Scheiße, Alter. Wollte ich jetzt nicht das Buch holen, Leute? Oder ist das jetzt schon verfallen? Soll ich jetzt woanders hin? Ich dachte, ich wollte das Buch holen. Also anscheinend, nur für Kontext an alle, die die jetzt auch neu eingeschaltet haben. Ich spiele eine Person, ich weiß gerade nicht mehr den Namen. Ich spiele eine Person, die es nicht einfach hat im Leben, die gefühlt von allen gehasst wird, beziehungsweise hat sie das Gefühl, dass sie nicht viel wert ist. Und dann gibt es diese Maya, über die wir gerade geredet haben. Die ist super künstlerisch begabt, hat super viele Follower und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch Amelie, was anscheinend meine Schwester ist oder so. Und die ist mit Maya befreundet gewesen. Und die Kombi war nicht gut, denn ich, die Person, die ich gerade spiele, hatte irgendwas dagegen, dass die beiden befreundet sind, weil ich alle für mich alleine haben wollte. So, fucking hell. Das Spiel hat nicht viel mit Silent Hill zu tun, das weiß ich noch nicht. Vielleicht am Ende. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Not a fucking again. Not again. Not again, Maya, please. Ah! Das muss doch alles nicht sein. Aber jetzt weiß ich, wo ich nicht reinrennen darf. Es ist alles deine Schuld. I'm sorry. Shit, Alter. I'm so sorry. Okay, wir rennen jetzt geradeaus. Links. Und dann biegen wir hier links rein. Hier durch. Hier durch. Hier durch. Mit etwas Glück kommen wir jetzt at least voran. Alles gut, alles gut. Ja, nicht gerade im Kreis, Chat. Ich weiß auch nicht genau, was hier gerade abgeht. Ich glaube, ich renne im Kreis. I think. Okay, dann renne ich jetzt geradeaus. Macht nichts. Ich renn zurück. Ich renn zurück. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss dem Vieh jetzt entkommen. Durch die Tür hier rechts.
und dann da rein, wo sie eben raus ist. Jetzt links rum. Und dann durch die Tür, weil sie ist jetzt ja hinter mir. Right? Ja. Ach du Scheiße. Überall an den Wänden steht einfach, oh, es ist deine Schuld. Ja, ja, renn du mal. Geil, spinnt. Let's go. Mein Gott, Alter. What the fuck? Ja! Ich bin gesprintet. Was soll ich machen? Das ist doch unfair. Are you here to punish me? Scripted catch? Gute Frage. Ich glaube, sie cheatet. Das Emote heißt übrigens gestorben haben. Einfach nur gestorben haben. Gut, das haben wir getriggert. Lauf. Gestorben haben, zusammenschreiben. Nee, der Weg ist richtig, Chat. Der Weg ist richtig. Ich habe eine gute Orientierung, ihr kleinen Lelex. Okay, rechts rum. Links rum. Rechts rum. Links rum. Rechts rum. Scheiße! Wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt, wenn die Tante... Wenn, Leute, was machen wir jetzt? Wenn die Tante aus dem Ding rauskommt, bei der zweiten Tür... Okay, das müssen wir gleich mal kurz überprüfen. Lotusblume in deine Fresse. Warte mal, wenn ich jetzt hier reingehe, ne? Und dann gehe ich links... Nee, da, ich muss ja rennen. Ich werde ja verfolgt. Ich muss ja rennen. Das ist schon richtig. Also es ist schon richtig, dass ich renne. Okay, hier durch. Okay. Wenn ich jetzt hier durchgehe. Jetzt einmal genau überprüfen, Leute. Wir kommen hier lang. Wir haben hier den einen Weg. Hier können wir links nicht lang, wir können nur rechts. Dann kommen wir hier bei den Spins raus. Wir können hier links. Dann rechts. Hier können wir aber nicht loopen. Wir können nur hier durch. What the fuck? Soll ich jetzt wieder zurückrennen, oder was, Z? Soll ich wieder zurückrennen? Dann renne ich einfach in die andere Richtung. Okay, I try, Chat. Handy weglegen. Ich brauche doch die Taschenlampe. Alles gut, Chat. Alles gut. Wir gehen jetzt rechts. Geradeaus. Jetzt nochmal rechts. Geradeaus. Links. Links. Rechts durch die Tür. Baba. Okay, Leute. Wisst ihr, wie wir es machen? Wir machen es genauso wie eben.
Ich hab's irgendwie geschafft. Ich hab's irgendwie geschafft, Chat. Ich weiß nicht wie, ich hab's irgendwie hinbekommen. Ich bin irgendwie verbuggt gewesen. I don't know. Ich hab irgendwas hab ich gemacht. GG's. GG's in den Chat. God Gamer! Jetzt bin ich wieder hier oben. Jetzt geht gleich der Zyklus von vorne los. Maya. I finally get it. I know what you wanted me to find. Was denn? Anita, what's up? I'm so sorry, Amelie. Maya died because I killed her. What are you talking about? You and Maya wrote letters to each other, right? Yeah, but then Maya jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one in the last book you had, too. What? That letter was a message for you. Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Safe nicht. Safe nicht. Sag jetzt nicht, es geht von vorne los. Wenn es jetzt noch von vorne losgeht, Alter. Es geht von vorne los. Okay, es ist noch nicht vorbei. I jumped off the building. Irgendwas fehlt noch, glaube ich. What the fuck, Alter? Aber wait. Even if I die, this doesn't end. How many times do I have to go through this? Finde es. Wer? Wer? Maya, bitte sag's mir. Warum sagst du nichts? Okay, ich hab's immer noch nicht gefunden, so wie es scheint. What the fuck, Alter? Was ist das hier? Ich bin aufs Dach der Villa gegangen und musste an das Mädchen denken, das sich hier letztes Jahr umgebracht hat. Wobei sich hier ja viele Mädchen das Leben genommen haben. Und angeblich waren alle Teens. Mittlerweile ist das Dach bekannt dafür, dass sich Leute hier umbringen. Als ich runtergeguckt habe, wurde mir klar, wie weit oben ich war. Der Gedanke an einen Windzug, der mich aus dem Gleichgewicht bringt, machte mir ein flaues Gefühl. Hatten sie keine Angst? Was ging ihnen durch den Kopf? Sprangen sie vor etwas weg? Oder zu etwas hin? Das ist die Frage. Leute, finde es! Oh. Lumos! Okay, cool. Nice. Nice, Freunde. No hope. Ich gehe einfach mal geradeaus. Es sieht ja alles wunderbar hier aus. No exit.
Das sieht ja alles absolut wunderbar aus. Hier, guck mal, da vorne ist Frieden, Leute. Ja, nee, hier komme ich auch nicht weiter. Ich gehe einfach mal da vorne hin. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh lol, das ist meine Wohnung, Chat. Poggers! Endlich wieder ans Gaming-Setup ein bisschen zocken. Poggers, Leute, wir haben es nach Hause geschafft. Ist das meine Mom? Das habe ich gemalt, Chat. Wie findet ihr es? Sagt ehrlich von 1 bis 10. Habe ich gestern dran gesessen. Habe ich ein bisschen mit Filzstiften und so von Faber-Castell, Digga. Habe ich ein bisschen gemalt. Was sagt er? 10? Ja. Ja, ist nicht übel, ne? Ist eins meiner besten Werke. Ja, naja, ist schon sehr gut geworden, finde ich. Ja, müsst ihr mir jetzt auch nicht immer so ne? Also, ich weiß, ich bin krass, Chat, ne? Müsst ihr mir nicht, also Leute, müsst ihr mir jetzt nicht sagen. Was soll das darstellen? Ist doch offenkundig, ne? Für dein Alter gar nicht mal so gut. Wir stehen endgültig nicht mehr in Kontakt. Ich werde ihn nie wieder sehen. Ich dachte, ich hätte mein Handy. Ich dachte, ich hätte mein Happy End gefunden. Es war nur ein Traum. Aber ich habe nicht alles verloren. Ich habe meine Kinder, meine süßen kleinen Engel, die Licht in mein Leben bringen. Verstehe. Vandalimus 89. Danke für die 2 Gifted Subs, mein Bre. Dankeschön. Da muss man mal so einen schönen. Kennt ihr diese Klosteine, die man so in die Schüssel wirft? Und dann macht das so ein bisschen sauber nach einer Zeit. So Kalkentferner. Das muss doch mal rein. Ne? So schöner Kalkentferner, Chat. Oh! Klonte! Dankeschön für deine 5 Gifted Subs. Dankeschön. Okay, also wird jetzt die Wohnung immer ekliger oder wie ist das? Mein neuer Mann ist heute vorbeigekommen und hatte Pizza dabei. Kinder brauchen einen Vater, aber meine wollen ihn nicht. Er sah aufgebracht aus, als er gegangen ist. Hoffentlich hasst er mich jetzt nicht. Meine Tochter hat ein Bild von unserer Familie gemalt. Also ich finde, das ist gut geworden, was ich gemalt habe. Ich wünschte, sie hätte ihn auch drauf gemalt. Vielleicht war ihr nicht klar, dass er zu uns ziehen könnte. Sie ist etwas langsamer als die Kinder. Bestimmt wird sie bald alle überholen. Ich weiß, wie man ein Kind erzieht. Aber eine gute Mutter im Gegensatz zu herzlosem Mischstück, das mich aufgezogen hat. Ich werde meine Kinder nicht mit Hass und Angst erfüllen. Ja, ich finde es ganz gut geworden. Amelie, danke für die 250 Bits und Kev. Dankeschön für dein Prime, ne? Und Klonte, danke auch für deinen Sub. Willkommen. Nein, ich heiße nicht so. Guten Tag, Botan. Was ist denn das jetzt? Ist das mein Schlafzimmer? Da ist ja noch eine Version davon, Chat. Was sagt er? Ne? Wird immer schöner, je länger man es anguckt, habe ich recht? Wird immer schöner. Ich bin irgendwie klein, kann das sein? Das Bett geht mir ja fast bis zum Bauchnabel, Alter. Let's go. Wie heißt die Bilderreihe? Lächelnde Menschen mit guter Laune. Part 1 von 6. Er war wieder da und hatte Pizza von einem neuen Restaurant dabei.
von dem er lachend geschwärmt hat. Meine Tochter hat die Pizza gehasst, sie ist sehr wählerisch. Ich sollte ihr wohl beibringen, Dinge zu essen, die sie nicht mag, aber als Kind wurde als Kind auch dazu gezwungen und fand es furchtbar. Aber es hilft wohl nichts. Meine Kinder sind heute vor ihm ausgeflippt. Er kam erschöpft von der Arbeit und wollte sich nur entspannen. Seinetwegen fühle ich mich so gut. Aber ich kann ihm das nicht zurückgeben. Vielleicht bin ich nicht streng genug mit ihnen. Sie müssen verstehen, dass wir ihn brauchen, um ein glückliches Leben zu führen. Das ist vielleicht etwas hart, aber wenn sie eine Zeit lang kein Licht mehr sehen, erkennen sie sicher Licht in ihm. Ja. Er sagte, dass er sich kaum entspannen kann, weil das Klopfen an der Tür der Abstellkammer so laut ist. Wenn sie nur kurz still wären, wäre doch alles gut. Was stimmt denn nicht mit ihnen? Er kommt nicht mehr so oft wie früher vorbei. Ich muss mir etwas einfallen lassen, sonst sehe ich vielleicht nie wieder. Okay, die Mutter basically ist das Part 2 übrigens, Leute. Ich sag ja, das ist die Mutter, die uns da die ganze Zeit anschreit. Und ich glaube, die Mutter, so wie es wirkt, ich glaube, die Mutter hatte irgendwann so einen richtigen Snap. Und hat uns dann richtig zur Sau gemacht, oder? Ich glaube, die Mutter ist dann irgendwann richtig gesnappt. I think. Oh, das sieht ja auch wunderbar aus hier. Guck mal, so sieht mein Schlafzimmer zu Hause aus, Chad. Snebia, danke für dein Gifted Sub an die Community. Seit wir ausgehen, anstatt uns zu Hause zu treffen, läuft alles gut. Er hat sich Sorgen um meine Kinder gemacht, deshalb hat er ihnen ein paar Bücher und Spielzeuge mitgebracht. Das wird sie beschäftigen, oder? Ich bin in letzter Zeit so oft unterwegs, dass es zu Hause recht unordentlich ist. Ich sollte putzen, aber wenn ich zurückkomme, bin ich völlig erschöpft. Ich werde vom Jugendamt kontaktiert. Irgendein rumschnüffelndes Luder oder Arschloch aus dem Gebäude hat mir gemeldet, dass meine Wohnung nachts ein Kind weint. Was wissen die schon? Er ruft in letzter Zeit kaum noch an. Werde ich ihm für immer allein sein? Alle anderen genießen das Leben, während ich mir für meine Kinder den Arsch aufreiße. Warum soll ich hier die Böse sein? Das ist das Problem, ne? Dann keine Kinder bekommen. Wenn ich keine Kinder hätte, würde ich vielleicht gerade mit meinen Freunden einen Sommerurlaub planen. Mittlerweile ist alles egal, ich krieche nur noch durchs Leben. Ich weiß, was in der Abstellkammer los ist, aber ich kann nicht hinsehen. Was ist in der Abstellkammer los? Ich will nur noch glücklich sein. Oh mein Gott. Hat sie ein Kind in die Abstellkammer gesperrt? Eieiei. Jugendamt. Wir haben mehrfach erfolglos versucht, mit ihnen Kontakt zu treten. Wir müssen davon ausgehen, dass sie sich nicht vorhaben, etwas gegen den Sachverhalt zu unternehmen. Folglich Verstoß gegen Artikel 1631 Absatz 2 des BGB, des Bundesgerichts, Auftrag, die Kinder in unsere Obhut zu nehmen. Bitte wenden Sie sich schnellstmöglich an uns, wenn Sie Einspruch erheben wollen. Ach du Scheiße. Wo ist denn die Abstellkammer, Chat? Stop! Das ist das, was in der Abstellkammer, Digga. Let's fucking go. Let's go! Jetzt verstehe ich langsam, was hier abgeht. Leichnam eines Jungen im Kühlschrank gefunden, Mutter festgenommen. Oh mein Gott. Am 4. wurde der Leichnam eines Jungen im Kühlschrank seiner 41-jährigen Mutter C gefunden, die daraufhin von der Polizei für das Versteck einer Leiche festgenommen wurde. Ach, herrje. Sie behauptet, sie hätte ihren Sohn als Strafe mehr als einen Tag in die Abstellkammer gesperrt und ihn dann, nachdem er sich am folgenden Morgen nicht mehr bewegte, in den Kühlschrank versteckt. Ja, perfekt, so würde ich es auch tun. Wirklich, mit allen Problemen einfach in den Kühlschrank. Die Ermittler führen eine Autopsie durch, um die Todesursache festzustellen. Den Ermittlungen zufolge ist die Tochter von C zu einem Nachbarn gelaufen, um die Polizei anzurufen und ihre Mutter wegen Vernachlässigung anzuzeigen. Als die Ermittler bei dem Haus von C ankamen, fanden sie den Leichnam ihres Bruders und verhafteten die Mutter, nachdem sie ihre Tat gestanden hatte. Fucking hell, Alter. Don't lock me in here!
du Scheiße. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch so ein schlechtes Selbstwertgefühl. Okay, das ist fucking bitter, ey. Fuck. Shit, Alter. Alter, what the fuck? Junge, die Mutter ist einfach ein fucking Devil. Die Knackung war vorhin schon. Jetzt bin ich im Schrank, jetzt bin ich im Schrank. Und das war ich früher, basically. Ich war früher das Kind. Scheiße, Alter. Damn. Das ist krank, Mann. You're wrong, Mom. I am your daughter. Das ist krank, Mann. Like you, I'm cursed. Das ist halt Bullshit. Das ist halt Bullshit. Ich glaube. Ah, das ist halt. Es ist so schwierig zu sagen. Und dann ist hier dieses kleine Kind im Müllhaufen, ey. Warum sehe ich dieses Zimmer hier in der Villa? Boah, das ist halt. Und deshalb auch dieser Kreis und alles. Weil ich habe mich als. Ich war halt als Kind da eingeheatet. Und deshalb auch diese Matratze und diese Zeichnungen und dieses Ding an der Wand, was ich halt gemalt habe. Hat man immerhin einen Grund, Alter. Ah, und da ist der Sohn, ey, scheiße. Fucking hell. Ah, ich will nicht wieder sprinten, bitte. Ah! Ah! What the fuck is... Yeah! Okay, okay. Ab in den Urlaub, ab in den Urlaub. You're into art, right? You could audit an art class. Was jetzt? Wo soll ich hin? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Soll ich hier durch? Ich gehe hier durch. Moin. Okay, hallo. Okay, wir gehen geradeaus. Okay. Und jetzt? Ab in den Schrank. Wir gehen links. Okay, jetzt sind wir wieder hier. What the fuck? Muss ich vielleicht diese Bilder finden? Muss ich vielleicht die Bilder finden, die überall rumliegen? Kann das sein? Das ist mein Kinderzimmer-Schlafbereich. Kill! Alles gut, Chad. Alles gut. Ich glaube, ich laufe gerade übel in die falsche Richtung. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich vielleicht... Ich glaube, ich muss diese Bilderchen finden, die hier überall rumlagen. Ich habe jetzt zwei schon. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Also... Ich laufe hier gerade einfach mal auf Verdacht irgendwo lang. Also mehr ist es gerade nicht.
Okay. Bild. What are you hiding inside? Okay. Ja, komm, 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 Maya. Hä? Ah! Alles gut. Alles gut, Chat. Let's go. Ich weiß nicht, was passiert. Wo bin ich denn jetzt gelandet? No fucking way! Ich bin gefangen! Ah! Huh! Was muss ich machen, Chat? Wo muss ich hin? Hier war ich schon. Okay, wir gehen einfach hier lang. Wo bin ich? Wo bin ich? Leichenhalle? Okay. You're way too hard on yourself. Das freut mich. Okay. Okay. Hier war ich auch noch nicht. Wow, Digga, wo denn? Hier ist nix. Hier ist nix. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hier? Hier war ich doch schon 10-mal. Bro. Dann gib doch bitte eine Information, wo ich lang soll. Junge, danke für dein Feedback. Hitapi, links musst du. Perfekt, danke. Ich weiß ganz genau, wo ich jetzt lang muss. Okay. Ich bin überhaupt nicht gestresst, Leute. Ihr lehnt euch zurück, ne? Gönnt euch. Wie lang? Vielleicht? Nein? Da warst du schon. Dankeschön, ne? Kann ich hier durch? Alles gut. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich will nach Hause. Jetzt laufe ich die ganze Zeit vor diesem Scheißvieh weg. Wofür?
Hier sind Bilder. Hier war ich noch nicht, oder? War ich hier schon? Die Tür ist aufgegangen. Diese verfluchte Tür ist aufgegangen, Chat. Oder? Fuck, wo war das? War das hier? Das war hier. Hell, ich scheiß mich ein, ey. Oh. Gott. In letzter Zeit bin ich voll in meine Arbeit vertieft, denn ich sprühe die Mädchen, die sich vom Dach der Villa gestürzt haben. Ich möchte gern glauben, dass sie jetzt an einem besseren Ort sind. Und vielleicht bin ich meine Verzweiflung endlich los. Denn ich bin so inspiriert wie nie zuvor. Ich werde meine ganze Kreativität in das letzte Bild stecken. Mein Dachgraffiti ist fast fertig. Das könnte mein Meisterwerk werden. Aber wenn es fertig ist, was dann? Bin ich kreativ genug, was Besseres einfallen zu lassen? Wie lange bleiben mir der Ruhm und die Anerkennung von meinen Fans noch erhalten? Warte hinter der nächsten Ecke Verzweiflung und Enttäuschung? Die Traurigkeit, die mich so fest im Griff hatte, ist wieder zurück. Sie war wohl nie weg. Ich weiß. Wer weiß, wie oft sie mich noch überfallen wird. Allein der Gedanke... Bei dem Gedanken läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Vielleicht sollte ich es beenden, während ich noch glücklich bin, und aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich wünschte, ich könnte mit irgendwem reden. Bro, dann... Krisenchat.de. Das ist alles so sad, Mann. Am 12. wurde die beliebte Graffiti-Künstlerin CB mit bürgerlichem Namen Maya Akko Hindenburg gegen 13 Uhr in Kettenstadt zusammengebrochen, auf dem Gelände eines Wohngebäudes gefunden. Zusammengebrochen. Sie wurde im Krankenhaus für tot erklärt. Hab ich irgendwas gemacht? Hab ich vielleicht irgendwas damit zu tun gehabt? She killed herself. Ein halbes Jahr? A year ago. And that means I've been here this whole time. Scheint so. What'll it take for you to forgive me? Please, end this. Let me die. Just let me die. Sie hat das Skizzenbuch umgeworfen. Es geht, Leon, moin. Kamen jetzt noch Bilder dazu? Is this me? Da bist du, Bro. Why did she draw this? Da bist du. Boah, wie lange sind wir jetzt schon im Spiel? 2 Stunden, Chat, oder? Ja. Meine Fresse. Holy shit. Gute Frage. Don't worry about what people think. Be proud. Preach. Preach. She did notice me. Mein Gott. Das ist alles so verwirrend und schrecklich. Das ist alles so weird, Leute. Die Szenen wurden im Real Life gedreht, ja. Ja. Aber das heißt doch Short Message. Ja. Das ist wieder mein Bildchat. Ja, habe ich letztes Jahr gemalt. Ja, mit Faber-Castell-Stiften. Habe mich ein bisschen zu Hause hingesetzt. Ein bisschen gekritzelt, ne, vor mich hin. Habe meine Gefühle ein bisschen einfach auf Papier, ne? Ja, naja. War ganz geil. Ich war so happy, when my mom liked the first picture I drew.
Wie viel willst du dafür? Boah, Einstiegsgebote 3 Millionen, würde ich sagen. Einstiegsgebot 3 Millionen. I could have had a different life too. I guess someone finally did love me. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch kommt, ob jetzt schon die Lore größtenteils erzählt ist oder ob jetzt noch was kommt. You actually noticed me. I never thought you would. Mhm. Also sie hat die ganze Zeit im Bestreben danach gehabt, dieser Künstlerin zu gefallen, for some reason. Amelie. What should I do? So, Amelie war mit der befreundet irgendwie. Okay, was ist da jetzt? Eine Treppe. Oh, es geht wieder nach oben, Chat. Es geht aufs Dach, glaube ich. 3 Millionen Bierdosen. Fucking hell, Alter. Was jetzt? Was jetzt? Anita, what's up? I'm sorry, Amelie. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. That I didn't matter. No matter what anyone said, I didn't listen. Anita? But you and Maya, both of you did see me. Na klar. I should have figured that out sooner. Anita, wait. War das das, was sie finden sollte? Thank you. Noch eine Wiederholung, das ist die Frage. You were always there for me. Das sollte sie vielleicht finden, ne? Dass es Leute gibt, die sie mögen. Don't do it. Don't do it. Nein. You found it. Du hast es gefunden. My God. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me. Damn. Fucking hell. Und ich glaube, das ist ein perfektes Ende, Freunde. Für euch da draußen, ich glaube, es ist eine sehr wichtige Message,
die hier so ein bisschen mitgegeben wird. So, auch wenn ihr denkt, ihr seid allein, seid nicht allein. Es gibt immer, selbst wenn es nur eine Person ist da draußen, selbst wenn es eure Mom ist, selbst wenn es nicht die Familie ist oder Nachbar, I don't fucking know. Es gibt immer Leute, oh, wait. It feels kind of scary leaving my hometown, but I'll be fine. I have my best friend with me. Sie ist mit ins College gekommen, right? I guess sie ist mit ins College gegangen. Maybe. Deshalb, Leute, ihr seid nicht allein da draußen. Bei allem, was sie tut. Und ich glaube, gerade mit Internet und so einem Scheiß heutzutage, vergleicht euch nicht mit irgendwelchen anderen Leuten. Irgendwelche, ey, ohne Scheiß, ich bekomme ein paar Likes auf meine Posts, ja, verhältnismäßig viel. Das ist jetzt wirklich eine unpassende Musik. Ich bekomme auf Posts und alles unverhältnismäßige Likes, aber es bringt mir privat absolut nichts. Niemand von den Leuten, die meine Posts liken oder whatever, oder von irgendwelchen Creatern da draußen, die ultra beliebt oder keine Ahnung was sind, bringt euch einen Scheiß. Es bringt euch einen absoluten Scheiß. Also selbst wenn irgendwer von irgendwem berühmt ist, Leute, die haben es genauso schwer wie alle anderen da draußen. Deshalb, Bro, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist euch irgendwie mit irgendwelchen Leuten da draußen zu vergleichen. Irgendwie zu denken, oh, diese Person hat viele Likes, die muss ja übel krass sein. Und der muss ja so gut sehen, die ist beliebt. Bullshit. Und noch ein Hinweis, oder noch ein, für alle jungen Leute da draußen, die noch in der Schule sind. Und gerade ist natürlich in Schulzeit, ne, Mobbing, alles so und so weiter. Ich habe, seitdem ich aus der Schule bin, nicht ein Wort mit 90% der Leute aus der Schule gesprochen. nach der Schule juckt es kein Schwein mehr. Nach der Schule wird alles besser. Schule ist, kann manchmal absolut beschissen sein. Aber ich sage euch, wie es ist, sobald ihr in die Welt da draußen geht, Ausbildung macht, keine Ahnung, was neue Leute kennenlernt, da ist scheißegal, wer du bist, was du für eine Vergangenheit hast. I don't fucking know. Schule ist ein Wichser. Schüler sind ein Wichser. Kids sind Wichser. Vielleicht seid ihr auch scheiße gerade zu anderen Leuten. Schämt euch. Aber versucht einfach nicht so zu sein. Ne? Ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Und es passiert heutzutage übertrieben viel da draußen. Und ja, ich sage mal so, selbst wenn ihr gerade in der Schulzeit seid und es läuft alles kacke, Alter, das Leben ist fucking lang. Und es gibt super viele Leute da draußen, die euch immer gerne zuhören. Auch hier Leute im Chat. Na, ansonsten geht einfach in den Livestream-Chat. Kommt einfach, weiß ich nicht, bei irgendeinem Streamer rein. Selbst wenn es nur irgendein random Streamer da draußen ist. Und dann geht er einfach hin, quatscht mit der Person und dann, keine Ahnung, vielleicht hilft es euch. I don't fucking know. Hauptsache, ihr sprecht mit irgendwem. Ich glaube, ich drehe mich jetzt im Kreis mit irgendwelchen Aussagen. Ich kann euch nur sagen, das Leben ist fucking lang. Ich bin jetzt schon seit 8 Jahren zum Beispiel aus der Schule raus und gefühlt ist das ein anderes Leben, was ich mittlerweile habe. Also, ja. Ich selber habe auch echt viel Bullshit erlebt, beziehungsweise habe ich auch eine echt traurige Geschichte in der Schule, was das ganze Thema hier angeht, was heute hier behandelt wurde. Und man stellt sich auch aus Sicht von Leuten, wenn man, ne, wenn ihr irgendwas in eurer Umgebung mitbekommt, vielleicht fragt er mal zweimal mehr nach, ob es einem gut geht oder nicht. Ich habe auch eine persönliche Story in der Hinsicht und beziehungsweise unsere Clique damals aus meiner Schulzeit und so. Und passt einfach aufeinander auf. Ich glaube, das kann man festhalten. Passt aufeinander auf. Habt euch lieb vor allem, seid lieb und wenn ihr irgendwen mal online oder sowas hasst, irgendeinen Streamer, Streamerin, whatever, vielleicht haltet ihr einfach mal euer Maul. Selbst wenn ihr jemanden nicht mögt, was bringt's euch? Ne? Auf Twitter kann jeder schreiben, ich hasse die Person, was bringt's euch? So. Vielleicht einfach mal weniger haten. Einfach mal mehr die Fresse halten und sein eigenes Business meinten. Ja? Gut. Kleiner Real Talk aus dem DX Racer am Ende des Tages. So. Sehr emotionales Ende. Ich hoffe, ich glaube, beziehungsweise ich glaube, hier können wir es dann auch beenden, dieses YouTube-Video und dieses Segment im Stream. Ziemlich, ziemlich deepes Thema, Freunde. Deshalb O7 an alle im Chat, die zugeguckt haben. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt lieb. Und das war ein heftiges Game.
Und das für gratis. Deshalb, vielen Dank an Konami für das geile Game. Haut rein, tschüss.